Hallöchen und willkommen zurück im Regierungsgefängnis. Wir haben hier gerade Captain Marshall befreit, den Anführer des Widerstands. Und man sieht ja, ich habe schon ein paar Regierungstruppen gekillt, die uns ans Leder wollten. Und wir sind gerade dabei, den Weg nach draußen frei zu machen. Ich hoffe, er hat panzerbrechende Munition. Moment, hier ist noch eine verschlossene Tür. Die wir natürlich sofort öffnen. Schlossknacker. Komm, da brauchen wir mal zwei Stück, dass ich beim nächsten Mal hier schon wieder... Ach komm, machen wir noch einen. Kann man nicht genug haben. Super, was soll ich denn damit? Los, weiter geht's. Gut, dann los. Wieso traue ich dem Frieden gerade nicht? Das ist mir echt. Nimm, was du brauchst. Viel zu ruhig. Gib mir Deckung im Innenhof. Vollstrecker kommen durch den Innenhof. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich sehe niemanden. Ach, da. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das Zielfernrohr gekauft habe für die Pistole, sonst hätte ich echt ein Problem. Ist kaputt, Freundchen. Alter. Bewegung. Hast du das gehört? Werft aus und Einheiten. Erfasst die Meldung. Ende. Er ist unter. Sehr schlecht, dass ich von hier aus gar nicht treffe. Ja, er schießt mal ins Bein, wenn der Kopf nicht herhalten will. Au. Jetzt kommen. Wir haben keine Zeit, wir müssen hier weg. Bring uns durch die Sicherheitstür. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo die Sicherheitstür ist. Ja, wahrscheinlich oben. Da drüben sieht es aus, als ob man da noch irgendwas looten könnte. Zumindest hat er irgendwie gerade was geblinkt. Vielleicht bin ich auch getäuscht. Na, jetzt hatte ich noch was. Wo ist denn hier? Wie geht's denn hier weiter? Fragezeichen.
Eine sehr interessante Frage. Ich denke mal... Ja, ich probiere es einfach mal. Warte mal, hier geht es auch noch lang. Ich gar nicht gesehen. Und da liegt noch Munition. Die nehmen wir natürlich gleich mal mit. Aber ich habe jetzt immer noch nicht das Dingsbums entdeckt hier. Da hinten sehe ich es. Aber wie kommt man denn da hin? Sehr schön. Hätte man sich auch hingekriegt. Hey, du bist ein Horst, ey. Warum kommst du nicht mit rüber? Gib mir Deckung, ich mach das. Wir haben Gesellschaft. Wo denn, wo denn, wo denn? Oh. Komm, los, schick noch mehr. Bin bereit. Aua. Das ist geil, wenn man die in der Luft trifft, dann geraten die sofort außer Kontrolle und fliegen erstmal wild irgendwo durch die Gegend und explodieren. Sehr schön. So, war's das? Ah, Mann, der ist immer noch nicht fertig. Was soll denn das? Da kann ich echt mal ein bisschen meilen. Los, jetzt mach hinne. Wir haben doch keine Zeit. Okay, ich habe das Modul überlastet. Entdeckung! Ja, super. Hier lang. Ich kann die Steuertafel überbrücken und dann kommen wir hier raus. Moment, ich probiere mal was. Ah, sehr gut hingekriegt. Ich komme raus, aber du musst einen anderen Weg finden. Geh zu Elizabeth. Dort treffen wir uns. Ja, toll. Richtig. Richtig ganz großes Kino. Schön, dass er einfach abhaut und mich allein lässt hier, ey. So ein Penner. Wir werden gleich eine Kugel verpassen, wenn wir das nächste Mal sehen. Aber hey, wir sind wieder an der Stelle, wo wir reingekommen sind. Von daher ist das alles nicht so dramatisch. Aber trotzdem. Ich hätte eine Kugel verdient. Wir hätten ja sonst wo landen können. Ja, Feldtrittmunition ist die Lösung. Ich muss da unbedingt was von organisieren. Oder diese AVX-2-Munition. Ich glaube, die ist auch ganz gut geeignet. Muss ich mal schauen, was ich mir dann demnächst kaufe. So, nix wie weg hier. Mann, selbst gerade drauf zufahren hilft hier nicht bei den Scheißpenner, ey.
die blöden scheiß Geschütztürme, die gehen mir sowieso auf den Zeiger. Das wäre noch immer mehr, habe ich festgestellt. Also die waren am Anfang nicht so zahlreich. Ich habe das mal gesehen, als ich die alten Videos nochmal angeschaut habe, so 1 bis 10 oder sowas. Da hat man gesehen, dass da teilweise Geschütztürme noch gar nicht vorhanden waren, die jetzt auf alle Fälle da sind. Was natürlich schon interessant ist, denn 5 Gegner zerstören. Du Horst. Warum schießen wir denn jetzt eigentlich alle mit Raketen? Ja, man sieht, also Raketentreffer tun schon echt weh. Da hilft es mir ehrlich gesagt auch irgendwie nicht, wenn ich ja $250 für kriege, denn die Reparaturkosten sind ja schon über $100. Plus die Raketen, die ich noch kaufen muss. Ja, muss ich wahrscheinlich irgendwann mal wieder in die Arena ein paar Mutanten verkloppen. Und auf alle Fälle eine schwere Panzerung für den Wagen organisieren. Die gibt es ja für Rennscheine, habe ich schon gesehen. Was ich ein bisschen unlogisch finde, ist, ich musste erst die Medium-Rüstung kaufen, um dann die Schwerrüstung zu kaufen. Deswegen habe ich noch keine Rennscheine gehabt für die Ausrüstung entsprechend. Ja, ich denke mal, dass also die Rennen sind jetzt nicht so spannend, die werde ich dann offscreen machen. Ich hatte am Anfang schon mal gezeigt mit dem Caprino, wie man den gewinnt, also wie die Rennen funktionieren. Die sind jetzt alle nicht so spektakulär, von daher mache ich das offscreen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet, wenn ihr mal welche sehen wollt. Ich glaube, das sind Regierungstruppen hier. Bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mann, sprich doch mal bis zum Ende. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Vielen Dank für die Rettung. Elizabeth sagt, dass wir dir vertrauen können, dass du uns im Kampf gegen die Regierung unterstützt. Aber nach dem, was im Gefängnis passiert ist, weiß die Regierung von dir und dass du von den Archen stammst. Das heißt, sie werden nach dir suchen. Und glaub mir, du willst ihnen nicht in die Hände fallen, ob es dir gefällt oder nicht. Willkommen beim Widerstand. Unsere Gruppe ist klein, aber effizient. Wir bekämpfen die Regierung an allen Fronten. In dieser Welt ist Wissen Macht. Wahrscheinlich ist ein ID-Drive noch in der Arche. Du und alle anderen Archenbewohner haben ein ID-Drive mit wichtigen Informationen über das Projekt bekommen. Und darüber, wo strategische Archen, Versorgungslager, DNA-Daten und wer weiß, was noch alles zu finden sind. Auf jedem ist ein Teil des großen Puzzles gespeichert. Deshalb sind die ID-Drives für die Regierung und den Widerstand von so großer Bedeutung. Ja. Wir sehr haben schön. Nicht viel Zeit. Sie wissen jetzt, dass es einen Überlebenden gibt und werden nach deiner Arche suchen. Du musst unbedingt dorthin und deinen Drive holen. Verstehst du, wie wichtig das ist? Exzellent. Jetzt ist jedes Drive DNA. Hui, okay, dann muss ich mich natürlich beeilen. Ich werde mal... warte mal, die komischen anderen Dinger hier... Munition auf jeden Fall. Wenn Regierungstruppen auftauchen, will die auch nach dem Ding suchen, dann... wird es wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Oh, Chopboard hat mal wieder neue Angebote. Gucke ich den mir dann irgendwann mal an. Erstmal... Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Die wesentlichen Sachen. Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. AMG Laserzielvorrichtung. Ui. Oh, sehr schön. EMP-Granaten kann ich auch kaufen.
Das ist natürlich nicht schlecht. So, davon habe ich reichlich. Ja, Feldtriebmunition. Ja, fürs Sturmgewehr brauche ich natürlich überhaupt nicht. Sehr effektiv gegen gepanzerte Feinde. Wie viel kriege ich denn davon? 40 Stück. Ach komm, wir kaufen nochmal einen Sack voll. Genug Kohle. Oh, Pumpgun noch ein paar Schuss. Boah, jetzt waren nicht so viele. So, Fatboys. Ja, naja, damit. Aber ich muss sagen, die Pistole gefällt mir jetzt mit den Dingern ganz gut. Schieße ich sehr gerne mit. Was haben wir hier? Elektrobolzen. Ach komm, gib mir noch ein paar. Ja, die Hypnosebolzen wird es wahrscheinlich nicht geben. Oh, EMP-Patronen für die Pumpgun. Ah, nehmen wir ein paar mit. So. Raketen habe ich genug für einen Raketenwerfer. Hiervon kaufen wir mal noch ein paar. Ja, und schon nur noch 2000 Gold. Gold sage ich schon. Dollar natürlich. So, was sagt denn jetzt Jobboard? Der Austausch. Ah, Sheriff Black möchte einen Austausch mit der Regierung durchführen. Fallen wären wir alle verloren. Gute Arbeit. Na, aber das will ich jetzt erstmal nicht machen, denn ich müsste da jetzt erstmal den Sheriff beschützen. Ja, das mache ich dann mal offscreen, glaube ich, oder zumindest in der nächsten Mission. Obwohl, ach komm, wir machen das jetzt mal. Aufnahme ist eh gleich vorbei. Lohnt sich nicht jetzt noch zur Arche zu fahren. Werde ich also zusehen, dass ich dann hier ein bisschen vorankomme. Ich würde gerne näher ans Fenster ran. Wie soll ich denn hier nach unten gucken? Ja, vor allem, wie soll ich denn hier mit dem Scheißding gegen schwer gepanzerte Ziele vorankommen? So, jetzt reicht's mir aber. Wo ist denn der andere Blöde? Ah, da hinten. Und den anderen sehe ich leider nicht. Wo ist der denn? Irgendwo hier drüben. Ach, da oben ist er. Alles klar. Oh, Sheriff Black geht's nicht mehr wirklich gut. Wird Zeit, dass er sich irgendwie mal verkrümelt. Oh, sehr schön. 200 Dollar, immerhin kann ich wieder in Scharfschützmunition investieren. Und ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen, für Likes, für Kommentare und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann in Richtung Arche geht und unseren zu unserem ID-Dingensbummens-Container.
Ja, alles klar. Einfach einschalten, es wird spannend. Regierungstruppen erwarten uns sicherlich schon. Und dann gibt's Gemetzel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.